Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Bei einem unserer Gottesdienste in Glauchau haben wir eine Frau getroffen, die von einem Wunder erzählte. Und immer wieder erleben wir in unseren Einsätzen draußen, wie Gott Wunder wirkt. Und wenn du ein Gebetsanliegen hast, darfst du es uns senden. Auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Und immer wieder berührt Gott Menschen, und was diese Frau erlebt hat, hören wir von ihr selbst. Ich bin die Maria Lehmann, komme immer her, wenn ihr da seid. Und das gibt mir sehr viel. Und da war ich voriges Jahr, war ich auch hier und habe mit Solde geredet, weil ich vielleicht ein halbes Jahr nichts gehört habe, gar nichts. Weder rechts auf dem Ohr noch links. Ich lag war mal im Krankenhaus in der Zeit, die haben mich alle angebrüllt und haben nichts verstanden, ich habe nichts verstanden. Und am Ende war es dann so, dass sie es dann aufgegeben haben und haben gesagt, ein Zettel draußen an die Türe, die Frau hört schwer, so abgetan. Und da habe ich ihr das erzählt und da hat sie gesagt, wir beten dafür. Ne? Das würde um Gebetsunterstützung bitten. So, und das hat sie mir versprochen, hat sie gemacht. Und ich war glücklich darüber, dass ich losgeworden bin. Und dann sitze ich im Gottesdienst bei uns in der Gemeinde und höre auf einmal wieder Chorus, Lobpreisteam, höre ich von diesen Chorussen Worte. Dann höre ich Sätze und am Ende höre ich die komplette Melodie und ich konnte mitsingen. Aber ich habe dort wahrscheinlich so mit offenem Mund da gesessen. Es war für mich, ich kann euch nicht sagen, was ich gefühlt habe. Ich habe an den rechten Ohr hatte ich mal, da war ich 10 Jahre alt, jetzt bin ich 77. Und in den Zwischenjahren zwischen 10 und 77 habe ich nichts gehört, weil ich operiert worden bin an dem Ohr. Und da haben die mir alles, was zum Hören notwendig war, an den Ohr. Die beiden Ohrknöchel innen, dann das Trommelfell, ich habe kein Trommelfell mehr. Und hier der ganze Knochen hier außen, hier ums Ohr rum, da kann man einen Finger reinlegen hier hinten. Fehlt alles. Das sind alles Dinge, mit denen man hört. Wenn die nicht da sind, kann man nicht hören. Das hat mir auch der Ohrenärztin erzählt und hat gesagt, da ist nichts zu machen. Und die Schwester, die mich geprüft hat, hat gesagt, brauchen wir nichts zu machen. Und das hören sie sowieso nicht. Und da habe ich gesagt, doch, ich möchte drum bitten. So. Und jedenfalls habe ich gehört, dann bin ich nach Hause gekommen. Telefon hat geklingelt. Eigentlich nehme ich dann immer mit der linken Hand ab. Aber in dem Moment lag das Telefon rechts. Und da habe ich noch rechts gegriffen, habe es an das Ohr angehalten, wo ich nie was gehört habe. Und habe eine anderthalbe Stunde telefoniert mit einer Schwester aus der Gemeinde bei uns. Eine anderthalbe Stunde und es war jedes Wort ganz klar. Ganz lupenrein klar. Ich habe es verstanden. Ich kann es nicht fassen. Ich bin da so euphorisch, also ich, ja. Schön. Und ich bin sowas von dankbar, ich kann das gar nicht sagen. Ja, das glaube ich. Ich bin, ja doch, nicht klar, wenn soll ich denn sonst dankbar sein, außer mein Herrn, natürlich. Ja, absolut. Ja? Und da bin ich bin so froh und dann bin ich zur Ärztin, weil ich zur Kontrolle musste und habe darum gebeten, dass er das Ohr prüft und hat sie gesagt, nein, das machen wir nicht jedes Mal. Und da habe ich gesagt, aber ich bitte drum. Ich habe mich so darauf verlassen, dass sie das prüfen. Warum? Ja, ich sage, weil ich wieder höre. Nee. Ich sage, doch. Dann musste ich schnell zum Prüfen. Ich kam auch schnell wieder zurück. Die Schwester war platt, die Ärztin war platt und hat mir dann gesagt am Ende, Herr Lehmann, ich kann es nicht erklären von meinem ärztlichen Standpunkt. Aber hier ist ein Wunder passiert. Und ich kenne ihn von Herzen und freue mich mit ihm. Alles Gute. Ja, ist das nicht fantastisch? Ist das nicht wunderbar? Unmögliches wird möglich. Ich bin so überwältigt, wenn man hört, dass alles rausoperiert wurde und man sogar den Finger reinlegen kann in die Höhle, möchte ich mal sagen. Und trotzdem hört diese Frau, hat eineinhalb Stunden telefoniert. Das ist wirklich wunderbar. Und ich möchte da jeden ermutigen, dass bei Gott kein Unmöglich
da ist. Selbst wenn physikalisch die Möglichkeiten oder medizinisch die Möglichkeiten unmöglich sind, möchte ich dich ermutigen zu glauben, dass Gott es kann. Gott kann. Wir erleben so viele Dinge, wo wir uns freuen, wo Gott Großes tut. Und das ist wunderbar. Sei ermutigt, auch für Unmögliches beten zu lassen. Wir beten gerne für dich. Wir sind nicht die, die die großen Wunder tun. Wir können gar nichts, aber wir leiten es an den lebendigen Gott weiter. Habe Mut, uns zu schreiben. Wir beten gerne für dich. Ja, und Gott tut Wunder und deshalb beten wir, weil er wirklich kann. Und ein junger Mann braucht eine neue Leber, schreibt uns eine Frau. Guten Morgen, liebes Missionswerkteam. Habe ein großes Anliegen. Der Sohn meines Partners liegt im Krankenhaus und hat schweres Leberversagen und braucht dringend Gebet. Er braucht eine neue Leber. Danke von Herzen für alle Gebete. Und Jesus, du bist ein Gott, der Wunder tut. Das erleben wir immer wieder. Und du kannst auch diese Leber wieder neu machen. Du kannst sie wiederherstellen, so wie du sie geschaffen hast. Und ich danke dir, dass du diesen jungen Mann berührst, der dieses Leberversagen hat. Und ich danke dir, dass wirklich dein Heilungsstrom durch dieses Organ fließt. Und ich danke dir, dass dieses Organ erneuert wird in deine göttliche Schöpfungsordnung. Danke, Jesus. Du bist ein Gott, der kann. Und du bist ein Gott, der heilt. Und wir legen es in deine Hände. Und wir danken dir jetzt schon dafür. Amen. Amen. Und jemand schreibt, jetzt wird's ernst. Ich bitte um Gebet. Jetzt wird es ernst. Ich soll operiert werden am Rücken, in der Lendenwirbelsäule. Ein Nerv ist eingeklemmt. Und zusätzlich 2 Bandscheibenvorfälle. Das ist das Ergebnis nach MRT-Untersuchung. Etwas in Panik bin ich schon. Jesus, bitte hilf mir. Ich hoffe auf Heilung und einen guten Verlauf. Und Jesus, du kennst diese Person, wo diese Lendenwirbelsäule so angegriffen ist, wo der Nerv eingeklemmt ist und die Bandscheibe nicht in Ordnung. Und ich danke dir, Jesus, dass du ein Gott bist, der heilt, dass diese Bandscheiben in die ursprüngliche Stellung zurückgehen und wieder vollkommen normale Stellung haben. Danke, Jesus. Auch dieser Nerv, der eingeklemmt ist, dass er wieder den Durchgang hat durch das Rückenmark und durch den Rücken, durch die Knochen durch, wo die richtige Lage ist. Danke, Jesus, dass du das wiederherstellst und dass diese Engstelle beseitigt wird. Danke, Jesus, dass du diese Person vollkommen berührst und heilst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ja, schreib uns einfach dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau bittet um Gebetshilfe für ihren Mann. Sie schreibt, ich bitte um Gebet für meinen Mann, der mit einer Gürtelrose behaftet ist. Ich habe schon gesagt, verschwinde jetzt im Namen Jesu. Wir glauben und vertrauen. Danke für eure Mithilfe im Gebet. Danke, Herr, dass wir uns da einklinken dürfen im Gebet. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du dieser Frau, Herr, begegnest, Herr, dass sie ihr Glaube bestätigt wird für den Mann. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du, Herr, das Wunder tust, Herr. Danke, Herr, dass diese Gürtelrose verschwindet in Jesu Namen. Bitten wir dich, Vater in dem Himmel. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir das Wunder erleben dürfen. Amen. Amen. Und folgendes Gebetsanliegen erreichte uns auf WhatsApp. Liebe Isolde, lieber Daniel, bitte, bitte um dringendes Gebet für meinen Schwager. Er hat inoperablen Krebs und wir alle hoffen auf übernatürliche Heilung. Er ist 66 Jahre und hat schon eine Niere wegen eines Tumors verloren. Bitte beten Sie für ihn. Die Familie ist verzweifelt. Danke für alles. Danke, Herr, dass du mitten in diese Verzweiflung hineinkommst, aber auch den großen Glauben, Herr, belohnst, den diese Leute haben, Herr, dass du das Wunder tust. Und wir bitten dich um das Wunder und Vater in dem Himmel. Danke, danke, dass du uns Jesus gegeben hast, den Heiler gegeben hast. Und danke, Herr, niemand sonst kann hier was tun, aber Herr Jesus,
bitte. Wir bitten dich, tue du dieses Wunder. Danke, Herr. Amen. Ja, du bist ganz herzlich eingeladen, auch deine Anliegen uns zu schreiben, dass wir für dich beten können. Egal wie unmöglich es ist, wir beten, wir glauben mit dir. Aber hast du auch was Wunderbares erlebt? Lass es uns auch wissen. Und ich sage dir noch einmal, und wenn es noch so unmöglich ist und du vielleicht schon abgeschrieben hast und sagst, ich lass nicht mehr beten, weil selbst Gott kann nichts mehr dafür tun. Ich sage dir, glaube. Bitte Gott um Vergebung für diesen Unglauben, der aus Vernunft vielleicht schon herauskommt, auch aus medizinischer Sicht. Aber solange wir atmen, dürfen wir glauben, dass Gott ein Wunder tut. Wenn du Gebetshilfe brauchst, darfst du uns dein Anliegen schicken und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, und wenn du noch nicht unser Magazin abonniert hast, bist du eingeladen, kostenlos es zu abonnieren. Schau auf unserer Webseite, da sind wunderbare Berichte drin, Inputs drin und vieles Wissenswerte. Einfach bestellen, kostenlos empfangen. Und denke immer daran, Gott erhört Gebet und er tut Wunder. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Gott segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause, natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.